Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In der heutigen Folge sprechen wir erneut über den Zweiten Weltkrieg. Und zwar werfen wir dieses Mal einen Blick auf den Ostfeldzug, also den Krieg Hitlers gegen die Sowjetunion. Den entscheidenden Krieg, den Adolf Hitler von Anfang an gewollt hatte, der rassische Krieg, den Hitler gewollt hatte. Und dieser Krieg im Osten sollte sehr viel anders verlaufen als der Krieg im Westen. Was es mit diesem Ostfeldzug auf sich hat, darüber sprechen wir jetzt in den kommenden Minuten. Los geht's! Mit dem Ende des Westfeldzugs Mitte 1940 war Adolf Hitler auf dem Höhepunkt seiner Popularität angekommen. Er hatte gegenüber dem eigenen Militär und gegenüber der eigenen Bevölkerung scheinbar bewiesen, dass er zu mehr in der Lage war als die Regierenden während des Ersten Weltkrieges. Was die deutsch-preußische Armee in 4 Jahren während des Ersten Weltkrieges nicht geschafft hatte, nämlich Frankreich niederzuwerfen, war Adolf Hitler nun innerhalb weniger Wochen gelungen. Und somit glaubte nun auch die deutsche Bevölkerung, die 1939 doch eher kriegsskeptisch und kriegsablehnend gewesen war, nun endgültig auch an die scheinbaren Fähigkeiten ihres Führers. Gleiches galt für die deutschen Militärs, die 1939 Hitler eher noch als den alten Gefreiten des Ersten Weltkrieges gesehen hatten. Doch nun, nach dem Ende des Westfeldzugs, wurde in den Köpfen vieler Wehrmachtsoffiziere Adolf Hitler zum größten Feldherrn aller Zeiten. Noch völlig berauscht von seinem Sieg im Westen gab Adolf Hitler nun Ende Juli 1940 bereits seine Pläne im Osten bekannt. Gegenüber den Militärs äußerte er nun, dass ein Krieg gegen die Sowjetunion auf Dauer unvermeidbar sein würde und dass der schlussendlich kommen würde. Und schon bald sollte die Wehrmacht in entsprechende Planungen für einen möglichen Ostfeldzug eintreten. Warum Hitler nun ausgerechnet diesen Krieg gegen die Sowjetunion forcierte, war jahrzehntelang Gegenstand wissenschaftlicher Debatten. Lange Zeit hatte man die These des sogenannten Präventivkriegs in Deutschland vertreten, also die Idee, dass die Nationalsozialisten Stalin eigentlich nur zuvorgekommen wären, denn eigentlich hätte Stalin einen Krieg gegen Nazi-Deutschland geplant und die Wehrmacht hätte nun mit einem Präventivangriff das verhindern wollen und damit also Stalin zuvorkommen wollen. Das war eine gern gesehene These nach 1945, denn damit konnten die deutschen Militärs, insbesondere die Wehrmacht, versuchen, ihre weiße Weste aufrechtzuerhalten. Man wollte also sagen, das war ja im Grunde nur ein Verteidigungskrieg für uns und deswegen sind wir längst nicht so schlimm, wie man uns hier vorwerfen möchte. Tatsächlich glaubten auch viele Westalliierte an diese These nach 1945, was dazu beitrug, dass sich das ohnehin schon angespannte Verhältnis zwischen dem Westen und dem Osten mehr und mehr abkühlen sollte und dann ab 1947 in den sogenannten Cold War, den Kalten Krieg, führen sollte. Wohlgemerkt, für die These eines Präventivkrieges fehlen bis heute jegliche Beweise. Man kann diese These also zunächst mal beiseite legen, denn wie gesagt, das war vor allem Propaganda sozusagen gegenüber den Westalliierten nach 1945. Vielmehr ist wahrscheinlich, dass bei Adolf Hitler eine Mischung aus strategischen und ideologischen Interessen bei diesem Ostfeldzug zusammenkam. Denn Hitler hatte bereits seit 1933 immer wieder dargelegt, dass sein rassistisches Denken elementar war für seinen kriegerisches Denken. Denn der Ostfeldzug war eben ganz anders als der Westfeldzug. Denn hier ging es nicht darum, irgendwie einfach nur Gebiet zu erobern oder Rohstoffe auszubeuten. Das war natürlich Teil des Krieges und Teil der Kriegsstrategie. Sondern hier ging es vor allem um den Krieg der Ideologien. Der Nationalsozialismus führte hier einen Krieg gegen den Bolschewismus. Und da der Bolschewismus in der nationalsozialistischen Auffassung eng mit dem Judentum verknüpft war, war das natürlich auch ein antijüdischer Krieg. Ein Vernichtungskrieg, der ganze Rassen, Kulturen und Ethnien von der Landkarte fegen sollte. Diese Idee einer Lebensraumpolitik, also die indigenen Völker des Ostens zu verdrängen und dort dann quasi deutsche Kolonien, wenn man so möchte, zu errichten, war bereits in Hitlers Schrift Mein Kampf angelegt gewesen. Und tatsächlich sollte sich der Ostfeldzug, wie wir sehen werden, in eine Art Kolonialpolitik zu einem gewissen Teil sogar entwickeln. Am 31. Juli 1940 setzte Adolf Hitler die obersten Militärs auf dem Obersalzberg in Kenntnis von seinen Plänen. Er verwies darauf, dass ein Feldzug gegen die Sowjetunion im Frühjahr 1941 beginnen müsste. Das Unternehmen Ost
gestaltete sich allerdings als sehr risikoreich, denn man hatte es hier mit einem sehr anderen Gegner zu tun als vorher noch im Westen. Der russische Koloss war riesig, die Sowjetunion ein riesiges Reich, das man ja schlussendlich erobern musste, um es stabilisieren zu können. Und das sollte die Wehrmacht vor nahezu unlösbare Probleme stellen. Gleichzeitig gab es eben auch historische Vorbilder für gescheiterte Russlandfeldzüge. Die Erinnerung an Napoleon Bonaparte, der 1812 mit seinem Heer in Russland eingefallen war, war zumindest in der Militärgeschichte, also für die Militärs, noch lebendig. Auch Napoleon hatte ein europäisches Land nach dem anderen erobert, seine Machtstellung ausbauen können und war schlussendlich dann an dem riesigen russischen Koloss gescheitert. Alleine dieses historische Vorbild hätte eine Warnung sein müssen, doch wir werden sehen, dass die Wehrmacht dieses Vorbild gnadenlos ignorierte. Insgesamt kam auch über die Monate der Vorbereitung kaum Kritik der Wehrmachtsführung an Hitlers Plänen. Vorher beim Westfeldzug hatten die Militärs häufig noch Skepsis angebracht, doch nun hatte sich offenbar der Glaube in Hitlers militärische Fähigkeiten und strategische Fähigkeiten so stark gefestigt, dass die Militärs keinen Grund mehr sahen, Hitler von seinen Plänen im Osten abzubringen. Sehenden Auges liefen sie hier, könnte man sagen, in eine Katastrophe. Dass die Wehrmachtsführung und auch Hitler selbst die Sowjetunion so massiv unterschätzen sollten, hing vor allem mit Entwicklungen innerhalb der Sowjetunion zusammen. Denn Stalin hatte über die 30er Jahre im Zuge seiner sogenannten stalinistischen Säuberungen auch das Offizierskorps gesäubert. Das bedeutet, der Roten Armee fehlten an zentralen Stellen wichtige Offiziere, erfahrene Offiziere, und die Schwäche, die Rote Armee daraus davontragen sollte, hatte sich bereits 1939-1940 im Winterkrieg der Sowjetunion gegen Finnland gezeigt. Denn hier schaffte es das kleine Finnland, dem riesigen russischen Koloss, lange Widerstand zu leisten. Schlussendlich sollte die Sowjetunion diesen Krieg gewinnen, doch für die Wehrmacht und auch für viele andere Armeen Europas hatte sich die Sowjetunion hier als militärische Großmacht disqualifiziert. Und genauso ging man nun in den Planungen, in den militärischen Planungen der Wehrmacht mit der Sowjetunion um, in völliger Unterschätzung der sowjetischen Möglichkeiten. Im Dezember 1940 begannen die eigentlichen Planungen für den Ostfeldzug mit Hitlers Weisung Nummer 21, die bekannt werden sollte als der Fall Barbarossa. Damit wurde der Überfall auf die Sowjetunion für das Frühjahr bzw. den Sommer 1941 geplant. Bereits im März 1941 verwies Hitler immer wieder darauf, dass der Krieg im Osten sehr anders sein müsste als der Krieg im Westen. Auch die Wehrmacht müsste hier ihre Skrupel ablegen, denn hier ginge es um das Überleben der deutschen Rasse, hier ginge es um Lebensraumpolitik, hier ginge es um den ideologischen Krieg des Nationalsozialismus gegen den Bolschewismus. Und in diesem Krieg gäbe es keinen Ausgleich sozusagen, sondern hier gäbe es nur gewinnen oder verlieren, und insofern müsste auch die Wehrmacht von ihrem Soldatenkodex sozusagen ein Stück weit abrücken, und das sollte sie auch tatsächlich tun, und das sollte sich in brutalsten Verbrechen auch gegen die Zivilbevölkerung in der Sowjetunion deutlich zeigen. Das erste und zentrale Ziel, was Hitler ausgab, war die Vernichtung der jüdisch-bolschewistischen Intelligenz. Also sozusagen die Führungsoffiziere, die Führungspersönlichkeiten der Sowjetunion sollten ausgelöscht werden. Über die Andersartigkeit des kommenden Krieges informierte Hitler natürlich auch Generalfeldmarschall von Brauchitsch, den Oberbefehlshaber des Heeres. Und dieser wiederum gab diese Befehle weiter an die einzelnen Oberbefehlshaber der verschiedenen Heeresgruppen, und die wiederum gaben den Befehl weiter an die Befehlshaber der einzelnen Armeen und so weiter. Und insofern wurde die ganze Doktrin Hitlers, dass dieser Krieg anders zu führen sei, durch die Offiziersreihen der Wehrmacht durchgegeben. Insofern wusste jeder in der Wehrmacht, jeder Führungsoffizier zumindest, worauf es bei diesem Krieg ankam. Und es gab tatsächlich kaum Gegenstimmen, die Hitler hier widersprachen. Insofern kann man die Mehr der weißen Weste der Wehrmacht, wie man es nach 1945 lange dachte, ad acta legen, denn die Wehrmacht wusste genauso von den geplanten Verbrechen, wie es verschiedene Einsatzgruppen oder Teile der SS eben auch wussten. Abseits der Vernichtung von Bolschewisten und der jüdischen Rasse im Allgemeinen zielte die Planung Hitlers auch auf eine Art Kolonialisierung des Ostgebietes ab. Denn die Lebensraumpolitik Hitlers, wie man sie nannte, war bereits in seiner Schrift Mein Kampf angelegt gewesen, und hier sollte jetzt nun
mit der Eroberung der Sowjetunion ein neues deutsches Kolonialreich errichtet werden. Im sogenannten Generalplan Ost wurden dazu verschiedene Ausarbeitungen vorgenommen, der dazu führen sollte, dass Osteuropa im Grunde ein Ausbeutungsland für die Deutschen werden sollte. Die Idee deutscher Kolonien in Osteuropa war nicht neu gewesen und war auch keine Erfindung Adolf Hitlers gewesen, sondern diese Idee kursierte im Grunde seit dem Ersten Weltkrieg durch den Raum. Diese Idee hatte man beispielsweise auch bei der Krim gehabt im Ersten Weltkrieg während der Krim-Besetzung, dass die Deutschen hier versuchten, eine Art kleine deutsche Kolonie zu errichten. Insbesondere Erich Ludendorff, damals einer der Befehlshaber der 3. Heeresleitung, hatte dieses Konzept vorangetrieben und insofern hatte die Idee einer Kolonialisierung Osteuropas in Deutschland durchaus Tradition. Doch niemand sollte dieses Ziel so radikal verfolgen wie Adolf Hitler. Allerdings waren die Planungen für einen Feldzug im Osten wesentlich weniger ausgearbeitet gewesen, als man heute annehmen mag. Zwar hatte man insbesondere die großen Grenzschlachten berücksichtigt, die bei Ausbruch des Krieges erstmal ausbrechen würden, also die ersten Konfrontationen zwischen Wehrmacht und Roter Armee, doch man hatte kaum sich Gedanken darüber gemacht, wie es eigentlich danach weitergehen sollte, denn man hatte es ja mit einem riesigen und weitläufigen Land zu tun und wie sollte man jetzt nun mit beschränkten Kräften, die man ja hatte, sich in diesem großen Land überhaupt fortbewegen, was sollten die elementaren Ziele sein, das war von Anfang an zunächst noch eine umstrittene Frage, wo noch Diskussionsspielraum war. Und das verwundert auch nicht, denn der Wehrmacht fehlten vor allem Informationen über die Aufstellung der Roten Armee, über die Kampfstärke der Roten Armee und über mögliche Gegenreaktionen, die die Rote Armee eben möglicherweise auch leisten könnte. Und entsprechend war hier ein höheres Risiko, dass man eben diesen Feldzug, anders als den Feldzug im Westen, wesentlich schlechter berechnen konnte. Die unausgereifte Planung des Ostfeldzugs lässt sich vor allem darauf zurückführen, dass die Wehrmachtsführung offenbar glaubte, dass man diesen Krieg im Osten in einem Blitzkrieg gewinnen könnte, ähnlich wie im Westen. Man glaubte, dieser Feldzug wäre innerhalb weniger Wochen abgeschlossen. Der Chef des Generalstabs des Heeres, Franz Halder, selbst zentral für die Planungen des Falls Barbarossa gewesen, ging davon aus, dass man diesen Krieg innerhalb von 2 Wochen beenden könnte. Ähnlich sah das Josef Goebbels. Hitler selbst ging von ungefähr 4 Wochen aus, doch selbst das war natürlich eine völlige Fehleinschätzung in Anbetracht der Größe des Russischen Reiches. Aus heutiger Sicht schockiert diese scheinbare Naivität der Wehrmachtsführung. Man muss sich allerdings bewusst machen, dass in der damaligen Zeit die Sowjetunion militärisch, wie gesagt, kein gutes Bild abgab und auch viele Befehlshaber anderer Armeen in Europa den russischen Koloss massiv unterschätzen, denn die Sowjetunion erschien zwar als ein Riese, aber als ein militärisch impotenter Riese und entsprechend dieser Auffassung wurden die Planungen durchgeführt. Doch für die Wehrmacht sollte das dramatische Konsequenzen haben. Im Sommer 1941 überfiel die deutsche Wehrmacht mit über 3 Millionen Soldaten und dann ungefähr einer weiteren 500.000 verbündeter Soldaten anderer verbündeter Länder die Sowjetunion. Diese Größenordnung klingt aus heutiger Sicht fast schon fantastisch in Anbetracht der Armeestärken, die wir heute so haben in der Welt. Doch man muss sich bewusst machen, dass bereits damals beim Ostfeldzug eine gewisse Personal- und Materialknappheit bei der Wehrmacht herrschte. Die Soldaten, die in die Sowjetunion marschierten, waren längst nicht mehr so gut ausgestattet, wie viele Truppen im Westen es vorher gewesen waren. Motorisierte Einheiten beispielsweise, also die zentralen Einheiten, die für den Blitzkrieg und die Blitzkriegtaktik so wichtig gewesen waren, waren hier eindeutig schwächer vertreten. Viele Soldaten, die sich an der Ostfront zusammenfanden, waren im Grunde eher noch unterwegs wie im Ersten Weltkrieg. Man ging also zu Fuß in das riesige russische Gebiet und versuchte dort Gebiete zu erobern. Gleichzeitig waren auch viele Waffen und überhaupt Ausrüstung überholt. Man hatte sich teilweise diese Ausrüstung von den Armeen besorgt, die man im Laufe der Jahre besiegt hatte. Und insofern ging man in die Sowjetunion mehr schlecht als recht, was die Ausstattung betraf. Insbesondere hatte man auch keine funktionierende Winterausrüstung bedacht bei diesem Feldzug, denn offenbar ging die Wehrmacht davon aus, dass man bis Herbst diesen Feldzug abgeschlossen haben würde. Und insofern gab es keinen Grund für eine Wintervorbereitung. Doch gerade das sollte sich als Katastrophe erweisen. Insgesamt schien das Kriegsmaterial der Wehrmacht nur für eine sehr kurze Zeit zu reichen, was eben auch wieder der Blitzkriegtaktik entsprach. Das Kriegsmaterial reichte lediglich für ungefähr 3 Monate, die Munitionsvorräte, die man hatte, gerade mal für 12 Monate. Entsprechend kann man sich hier vorstellen, dass die Wehrmachtsführung offenbar daran glaubte, dass dieser Krieg innerhalb weniger Wochen beendet sein würde. Hinzu kam, dass man natürlich dann auch Munition und Ressourcen der besiegten Roten Armee
an sich nehmen könnte und insofern würde man die eigenen Versorgungsprobleme damit sozusagen lösen. So die Annahme. Verglichen mit den militärischen Planungen zeigten sich allerdings die juristischen und verwaltungstechnischen Planungen, man könnte sagen typisch deutsch, als wesentlich ausgereifter. Denn Hitler hatte von Beginn an dafür gesorgt, dass die juristischen Dinge für den Ostfeldzug geklärt waren. Das betraf vor allem Kriegsgerichte, denn normalerweise war es ja so, dass es, wenn Armeen aufeinander trafen in Europa, auch in früheren Kriegen, einen bestimmten Kodex einfach dafür gab, wie man mit der Zivilbevölkerung umzugehen hatte. Doch dieses Konzept sollte natürlich in der Sowjetunion völlig ausgesetzt werden. Deutsche Soldaten konnten hier mit der sowjetischen Zivilbevölkerung schalten und walten, wie sie wollten, ohne dass ein Kriegsgericht jemals eingegriffen hätte. Und das öffnete natürlich Tür und Tor für Mord, Vergewaltigungen, Erschießungen, Plünderungen und Ähnliches. Ohnehin ließ man Kriegsgefangene, wenn man sie denn machte, häufig verhungern, denn man hatte in der Sowjetunion ohnehin schon ein großes Problem mit der Versorgung der eigenen Truppen und alles, was man dort eben an Sowjets aufgriff, war nur zusätzlicher Ballast und diese Menschen ließ man schlicht und einfach verhungern. Gleichzeitig war natürlich auch für die Nicht-Kriegsgefangenen, also die Bewohner der eroberten Gebiete, die Situation ähnlich dramatisch, denn die Wehrmacht plünderte natürlich nicht nur die Nahrungsvorräte der Regionen, durch die sie durchkam und entsprechend blieb immer weniger zur Versorgung der Zivilbevölkerung in der Region übrig. Insofern begann hier ein Massensterben, Millionen Menschen starben hier an Hunger in dieser Zeit. Vorausschauender als in der Kriegsplanung hatte Hitler außenpolitisch taktiert, denn er hatte schnell erkannt, dass vor allem Finnland und Rumänien interessante Partner waren für einen Ostfeldzug, denn beide Länder standen mit der Sowjetunion auf Kriegsfuß, weil sie im Jahre 1940 Gebiete an die Sowjetunion verloren hatten. Die Finnen hatten ja insbesondere durch den Winterkrieg gegen die Sowjetunion ohnehin noch einen Hals auf die Sowjetunion und ließen sich nun gerne vor Hitlers Karren spannen und halfen ihm bei seinen Eroberungen in der Sowjetunion. In Anbetracht der schlechten Planung grenzten die Erfolge, die die Wehrmacht zu Beginn des Krieges hatte, nahezu an ein Wunder. Und das hatte offenbar auch mit Stalins mangelhafter Vorbereitung auf diesen Krieg zu tun. Stalin wusste seit Ende 1940 spätestens, dass die Deutschen einen Angriff auf die Sowjetunion planten. Er kannte sogar die Weisung 21, also den Fall Barbarossa. Offenbar traute er aber zumindest zeitweise Hitler mehr über den Weg als seinen eigenen Geheimdiensten und ließ so die Abwehrvorbereitungen für eine mögliche Invasion schleifen. Das Ergebnis war, dass die Wehrmacht einmal mehr hier einen Überraschungsmoment nutzen konnte und mit voller Kraft im Sommer 1941 die Sowjetunion angreifen konnte. Das Ergebnis war, dass die Grenztruppen der Sowjetunion relativ schnell zusammenbrachen und deutsche Truppen und deutsche Panzerverbände vor allem weit in sowjetisches Gebiet vordringen konnten. Gleichzeitig gelang der deutschen Luftwaffe beim beginnenden Sowjetfeldzug mal wieder ein Coup, denn man hatte jetzt endlich mal wieder anschließen können an die alten Erfolge aus dem Westfeldzug und vor allem dann auch aus dem Polenfeldzug davor. Man konnte nämlich große Teile der sowjetischen Luftwaffe bombardieren und am Boden zerstören, bevor die überhaupt ihre eigenen Flugzeuge in die Luft bekommen konnten. Die deutschen Heeresgruppen waren in den ersten Wochen extremst erfolgreich. Hunderttausende Rotarmisten gerieten in Gefangenschaft, zentrale Versorgungslager der Roten Armee wurden von der Wehrmacht eingenommen und Nahrungsmittel aus den Regionen natürlich ausgebeutet für die Versorgung der Wehrmacht. Doch schnell sollte sich zeigen, dass das Vorankommen in dem riesigen Reich eben doch nicht so schnell ging, wie man eigentlich gedacht hatte. Bereits im Juli war die Heeresgruppe Mitte auf nahezu 350 Kilometer an Moskau herangerückt. Und man ging jetzt davon aus, sobald man Moskau eingenommen haben würde, würde dieser Krieg dann spätestens enden. Doch nun erfolgte, ähnlich wie bei dem sogenannten Wunder von Dünkirchen, an der Westfront erneut ein folgerreicher Haltebefehl Hitlers. Denn die Heeresgruppe Mitte hielt nun 350 Kilometer vor Moskau an und wurde sogar aufgeteilt, um sie dann an verschiedenen anderen Stellen im Norden und im Süden einzusetzen. Entsprechend versagte Hitler sozusagen der Heeresgruppe Mitte hier den direkten Durchmarsch auf Moskau, wodurch Stalin natürlich Zeit gewinnen konnte, die Befestigung der Stadt Moskau und eine großräumige Verteidigungslinie aufzubauen. Im Süden und im Norden hingegen, wo jetzt die dort tätigen Heeresgruppen Nord und Süd durch die Heeresgruppe Mitte, die ja geteilt worden war, zusätzlich verstärkt wurde, sollten natürlich dort mit aller Gewalt Rotarmisten zurückgedrängt werden. Die Verluste der Roten Armee waren riesig und bei manchen Schlachten gingen, wie gesagt, Hunderttausende von Kriegsgefangenen in deutsche Gefangenschaft. Doch tatsächlich sollten diese großen Erfolge der Wehrmacht den Krieg nicht beenden. Denn aus einer scheinbar unendlichen Quelle wurden immer wieder neue sowjetische Truppen
frische sowjetische Truppen an die Front geschickt. Das ging so weit, dass die großen Generale, die für den Ostfeldzug verantwortlich waren, nämlich Brauchitsch und Halder, mit einer gewissen Bewunderung sogar auf die Sowjetunion blickten, auf ein Gebiet, was offenbar unendlich viele Ressourcen, vor allem menschliche Ressourcen, zur Verfügung hatte. Und insofern realisierte jetzt nun nach wenigen Wochen die Wehrmachtsführung relativ schnell, dass dieser Krieg mit großflächigen Angriffen, wie man es bis dahin versucht hatte, nicht zu gewinnen war. Und dass man jetzt nun die Angriffe quasi verengen müsste, wenn man diesen Krieg dennoch gewinnen wollte. Doch dadurch wurde natürlich der Krieg auch in die Länge gezogen. Die Angst vor einem möglichen Wintereinbruch vor dem Abschluss des Ostfeldzugs bereitete der Wehrmachtsführung Kopfschmerzen. Denn die Offiziere gerade der Panzerverbände wussten natürlich, was diese klirrend kalten Temperaturen, die man erwarten musste in der Sowjetunion im Winter, für die motorisierten Fahrzeuge und auch für automatische Waffen und so weiter bedeutete. Denn die würden vermutlich in Teilen ihre Funktionsfähigkeit einstellen und damit würde noch mehr Schlagkraft der eigenen Truppe verloren gehen. Während die Heeresgruppe Nord in Leningrad und die Heeresgruppe Süd in Kiew große Erfolge zunächst hatte vorweisen können, war die Heeresgruppe Mitte, wie gesagt, zunächst einmal angehalten worden. Doch nun im Oktober 1941 sollte der direkte Angriff auf Moskau beginnen nach Hitlers Willen. Doch jetzt war es, wie sich zeigen sollte, tatsächlich zu spät. Denn nun im beginnenden Herbst begann eine für diese Zeit in der Region typische Welle dauerhaften und intensiven Regens. Dadurch wurden die Wege, auf denen sich die Wehrmacht bewegte, die Infrastruktur in gewisser Weise in eine Matschlawine verwandelt, sodass die Wehrmacht hier kaum noch vorankam. Man musste auf Kettenfahrzeuge umsatteln, teilweise auf einfache Pferdegespanne, um überhaupt noch irgendwie voranzukommen. Doch das Voranschreitungstempo der Wehrmacht hatte sich extremst verlangsamt und so wurde der Weg nach Moskau zu einer Weltreise. Und je länger diese scheinbare Weltreise dauerte, desto mehr machte sich nun natürlich auch der Mangel innerhalb der Wehrmacht bemerkbar. Versorgungsengpässe bei der Nahrung, Versorgungsengpässe beim Treibstoff, die man ja für die motorisierten Fahrzeuge brauchte und so weiter. Als deutsche Truppen sich im Dezember nun bis auf 30 Kilometer Moskau endlich genähert hatten, brach der knallharte sowjetische Winter über die deutschen Truppen herein. Und die deutschen Soldaten, wohlgemerkt noch in ihrer Sommerausrüstung, wurden hier nun von Temperaturen von bis zu minus 30 Grad Celsius kalt begrüßt. Das Ergebnis war, dass die Verluste durch Erfrierungen teilweise höher waren als durch eigene Kampfhandlungen. Und hinzu kam auch das, was die Panzeroffiziere befürchtet hatten, nämlich dass motorisierte Fahrzeuge nach und nach ihren Dienst einstellten, automatische Waffen versagten und ähnliches. Als die Wehrmacht nun im Dezember 1941, geschwächt durch Versorgungsengpässe und die klirrende Kälte der Sowjetunion, darüber nachdachte, was man jetzt nun eigentlich tun sollte, erfolgte der massive Gegenangriff der Roten Armee. Denn frische sowjetische Truppen mit entsprechender Winterausrüstung sollten nun über die Wehrmachtstruppen herfallen und die Wehrmacht zurückdrängen. Und damit begann der Rückzug der Wehrmacht, der hier ganz klar ein Scheitern des Ostfeldzuges einleiten sollte. So viel erstmal bis hierhin. Ich fasse zusammen. 1941 im Sommer startete mit dem Fall Barbarossa der Ostfeldzug. Dieser Feldzug war unzureichend militärisch geplant worden, weil offenbar große Teile der Wehrmachtsführung blind auf Hitlers angebliches militärisches Genie vertrauten. Die Wehrmacht kam in den ersten Wochen tatsächlich ganz anders, als man hätte erwarten können, sehr gut in der Sowjetunion voran, hatte große Erfolge vorzuweisen. Das hing allerdings eher damit zusammen, dass Stalin sich schlecht vorbereitet hatte, als dass die Pläne der Wehrmacht gut gewesen wären. Schnell zeigten sich jedoch die Engpässe der Wehrmacht bei der Versorgung, bei Treibstoff und so weiter. Schlussendlich sollte aber ein Naturphänomen die große Wende in dieser Schlacht bringen, nämlich der Wintereinbruch 1941, der dafür sorgen sollte, dass bei minus 30 Grad die deutsche Wehrmacht in die Knie gezwungen wurde. Frische sowjetische Truppen konnten daraufhin diesen Feldzug umdrehen. Doch über die kommenden Jahre sollte nun ein erbitterter Krieg in Osteuropa geführt werden mit verheerenden Folgen für die dort ansässige Bevölkerung. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, teilt und empfehlt das Video weiter, hinterlasst doch gerne einen Kommentar mit Feedback, Themenvorschlägen, anderen Anregungen und ähnlichem. Und ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal, bei welcher Folge und welchem Thema auch immer. Macht's gut!